Ja, herzlich willkommen zum Modul D, Getting Organized, erste Episode 1. Heute geht es um die Projektplanung und wie kann man das eigentlich im Internet unterstützen. Zunächst muss man sich natürlich erstmal fragen, was ist denn eigentlich Projektplanung? Es gibt ganze Heerscharen von Praktikern und auch Wissenschaftlern, die sich mit dem Thema Projektmanagement beschäftigen. Und es ist sicherlich leicht einsichtig, dass wenn man einen neuen Staudamm baut, dass man da ein Projektmanagement braucht, weil da ganz viele verschiedene Leute zusammenarbeiten müssen und das ineinandergreifen muss. Insofern deutet das schon ein bisschen an, dass eigentlich Projektmanagement dann angesagt ist, sobald ich mehrere Schritte, eine Tätigkeit habe, wo ich mehrere Schritte habe, die hintereinander oder die hintereinander angeordnet sind, die vielleicht voneinander abhängig sind und insbesondere, wenn mehrere Leute damit eingebunden sind. Man kann auch mal unterscheiden zwischen Projektmanagement und Zeitmanagement. Zeitmanagement, das kommt in der zweiten Episode dazu. Beim Projektmanagement geht es darum, da habe ich hier so eine ganz nette, vereinfachte Übersicht von meinem Kollegen Michael Gessler, dass man erstmal sich überlegt, okay, worum geht es denn eigentlich in meinem Projekt? Projekt könnte zum Beispiel sein, eine Examensarbeit, eine Bachelor-Thesis oder eine Master-Thesis zu schreiben. Und das ist ein hinreichend komplexes Projekt, was mit mehreren Teilschritten etc. ist. Dann sagt man sich erstmal, okay, was ist eigentlich mein Projekt? Hier wird das als Auftrag definiert, da gibt es halt verschiedene Bezeichnungen dafür. Auftrag wäre, schreiben Sie bitte eine Bachelor-Thesis zu dem und dem Thema, oder man tut sich selbst den Auftrag geben, man sagt, ich möchte gerne eine Bachelor-Thesis zu dem und dem Thema schreiben. Gut, man schaut sich erstmal an, okay, wer ist eigentlich an dem Projekt beteiligt? Bei einer Bachelor-Thesis sollte man eigentlich nur selbst daran beteiligt sein, das heißt, man hat irgendwie eine Möglichkeit, in einem Projekt, in einer Gruppe zu arbeiten und da dann mehrere Theses zum Beispiel zu bearbeiten. Oder es kann auch sein, dass man seine Theses in einem Forschungsprojekt schreibt und dann sind da vielleicht noch ein paar andere Leute mit beteiligt und man macht gemeinsam eine Untersuchung und nutzt dann die Daten und wertet die mit verschiedenen Fragestellungen aus. Gut, dann legt man seine Ziele fest und Ziele können sein rein formale Dinge, wie zum Beispiel, welche Vorgaben gibt es da, wie viele Seiten müssen geschrieben werden, wann ist die Abgabe und so weiter und so fort, sodass man sich tatsächlich erstmal sagt, was sind meine Ziele, was will ich erreichen. Da können auch so Ziele zum Thema der Qualität auch festgelegt werden, wie gut möchte ich eigentlich meine Arbeit machen und was will ich damit erreichen. Dann tut man Phasenplan und Meilensteine festlegen. Das heißt, man bricht sich eigentlich diese längere Sache, wo man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht 2 Monate für eine Bachelor-Thesis auf und sagt, okay, also am Anfang muss ich vielleicht erstmal in die Literatur reinschauen, mir einen Überblick verschaffen und dann will ich irgendwie so eine Grobgliederung mal festlegen und dann gibt es bestimmte Besprechungstermine mit meiner Betreuerin und muss vielleicht noch eine kleine Erhebung dazu machen, wie lange dauert das und so weiter und so fort. Und insofern plant man da Phasen, denkt sich, ja, okay, wie lange dauert denn das, kann ich diese, und was sind eigentlich Dinge, die ich tatsächlich erreichen muss, also wo könnte man Meilensteine einziehen, dass man sagt, also eine erste Gliederung wäre was, eine Erhebung gemacht, eine Literaturrecherche abgeschlossen, eine Grobversion der Arbeit erstellt, fertig formatierte Arbeit haben, Abgabe und so weiter und so fort, das sind alles Meilensteine. Und hier wird jetzt gesagt, okay, man soll den Projektvertrag abschließen, das dient der Dokumentation, das, wenn man es natürlich für sich selber macht, braucht man das natürlich nicht, aber man hat im Endeffekt sowas gemacht, indem man sich zum Beispiel zu einer Prüfung angemeldet hat. Dann schaut man sich nochmal seine ganzen Phasen an, was man da eigentlich machen will und fängt an, sich Arbeitspakete zu schnüren und die auch zu strukturieren. Also was gehört denn eigentlich zu einer guten Literaturrecherche und was bedeutet Auswertung von Daten und so weiter und so fort. Und im siebten Schritt tut man das nochmal ein bisschen genauer beschreiben.
wenn man es alleine macht, dann lässt man häufig dieses Aktivitätenbeschreiben so ein bisschen aus. Man macht sich vielleicht ein paar Notizen dazu, was dazugehört. Je mehr Leute da zusammenarbeiten, desto wichtiger wird, genau zu beschreiben, wer eigentlich was macht. Damit wirklich alle Leute wissen, was mache ich, was macht die andere Person, dass man dann nicht in irgendeiner Weise nachher dann Unstimmigkeiten hat. Und wenn man das alles schön beschrieben hat, dann tut man die Zeitabläufe festlegen und sagt also, ab nächsten Montag fange ich an und dann sind dann 2 Wochen Literaturrecherche und gleichzeitig ab der 2. Woche zum Beispiel fange ich an, Feldkontakte aufzubauen. In der 4. Woche ist eine Erhebung. Das bedeutet, ich muss vorher also meinen Fragebogen gemacht haben, dafür brauche ich vielleicht 1 Woche, das heißt, den muss ich da einpassen und so weiter und so fort. Und dann baut man sich so einen schönen Plan ein, so wie am Schritt 9, wie das Mädel das da zeigt. Und da sieht man auch schon so ein bisschen, da sieht man so eine gewisse Progression auf dieser kleinen Darstellung hier. Aha, da sind einfach bestimmte Tätigkeiten, die kann man parallel machen. Andere, die sind abhängig davon, dass ein vorheriger Schritt durchgeführt worden ist. Und dadurch hat man dann so einen Plan. Es gibt verschiedene Darstellungsformen, die man dann nutzen kann. Ja, wenn man das dann geplant hat, dann kann man es durchführen. Das sieht hier so ein bisschen vereinfacht aus, Schritt 10, Projekt durchführen und abschließen. Also das wird natürlich nie so funktionieren, dass man einmal seine Planung hat und dann funktioniert alles. Man wird also im Laufe dieses Ablaufes eines Projektes immer wieder das anpassen müssen und dann aber gucken, okay, was tue ich wie zusammendrücken, wo muss ich ein bisschen mehr arbeiten, was bedeutet einfach jetzt doch nicht am Samstag irgendwie an Baggersee fahren, sondern muss ich halt nochmal einen Tag irgendwie dazu tun und so weiter und so fort. Ja, das hat den großen Vorteil, wenn man es ein bisschen geplant hat, so Planungssicherheit ist, dass man eher am Schluss nicht ganz in diese Betrouille kommt, dass dann nur noch Tag und Nacht gearbeitet wird und man irgendwie total übernächtig dann an dem Morgens bis 10 Uhr, wenn man seine Arbeit abgeben muss, dann wirklich die letzte Nacht nicht mehr schläft und nur noch durchkorrigiert etc. Und das ist einfach schlecht. Also man macht einfach Fehler, man übersieht Sachen und das ist auch einfach sehr stressig. Und eigentlich ist es besser, man kann halt an einem Tag so richtig gut arbeiten, würde ich sagen, also maximal 12 Stunden. Mehr kriegt man einfach nicht hin. Nach 12 Stunden irgendwann ist es dann einfach nicht mehr so richtig gut. Also deswegen muss man eher versuchen, am Anfang relativ viel auch zu arbeiten und das ordentlich strukturiert zu haben. Vielleicht der Anfang mit 8 oder 10 Stunden am Tag, sodass man nicht dann die letzte Woche 16 Stunden am Tag irgendwie da dran sitzt. Und es wird trotzdem zäher. Also man braucht dann plötzlich auch mehr Zeit, um das Gleiche zu machen, was man vorher in 8 Stunden gemacht hätte. Insofern ist Projektmanagement eine ganz, ganz gute Idee, wenn man es nicht übertreibt. Also man kann sich auch überprojektmanagen, meiner Meinung nach. Aber so eine gewisse grobe Struktur braucht man auf alle Fälle. Jetzt die Frage, wie macht man das? Es gibt verschiedene Tools. Man kann richtige Projektmanagement-Tools nehmen. Es gibt einige Angebote im Netz, die das auch teilweise. Also es gibt ganz viele, es gibt ganz viele Angebote. Fast alle Angebote sind aber kostenpflichtig. Weil das so eine wichtige Sache ist, Projektmanagement, dass Leute wirklich bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Und der Markt ist relativ groß und es gibt viele, viele Angebote, aber alle wollen, dass man Geld dafür bezahlt und muss dann meistens irgendwie 10 oder 20 oder 40 Euro im Monat bezahlen, dafür, dass man Zugang auf so eine Online-Plattform hat. Das lohnt sich natürlich, wenn man nicht in der Firma bin und was vorbereiten muss oder vielleicht sogar auch nicht irgendwie eine größere Veranstaltung machen möchte, wenn ich mit Freunden ein Open-Air-Festival vorbereite oder sowas, wo ich wirklich ein großes Budget habe, dann sind dann einfach 20, 30 Euro im Monat für so eine Unterstützung, so ein Projektmanagement-Tool wirklich gute Investition, weil das macht man 1, 2 Jahre im Vorhinein, muss man das alles planen. Es gibt ein paar Tools, die in der Minimalversion kostenlos sind. Also das eine, das heißt Whodas. Und dieses Whodas ist eine Software, ich glaube, sie ist sogar aus Spanien, wenn ich nicht ganz falsch